Hallo Leute und willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sprechen mit Clementine nach diesem Vorfall hier drinnen. Ja, wir sehen die Walker noch rumliegen. You sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. It'll pass. So, wir nehmen den Blowtorch dann einfach mal. Den brauchen wir nämlich ganz sicher. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. We Ach, learned sie not hat to be uns nicht afraid. geholfen. Jetzt They should have got verstehe us. ich's. But we got them. Yeah, Sie hat bloß you're drauf right. gezielt. Fear is the thing that will kill us. You understand? Aha, deswegen habe ich keinen Schuss gehört, aber sie hatte die. Ah, ich habe es mal wieder nicht geschnallt. Alles klar, dann gehen wir raus. Clementine, kommst du mit? Wäre nett von dir. So. Jetzt gehen wir nach da oben und schweißen das da irgendwie durch und dann fällt er runter und explodiert und wir sind alle tot. So sieht mein Plan aus. Wie sieht euer aus, Omid? Kenny? I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Sehr nett von dir, Omid. Dann gehen wir sofort hoch. Ich will jetzt etwas vorankommen nach der doch sehr schwierigen Situation im gestrigen Part. So, mal schauen. Wo bist du hin? Da bist du. Dann reden wir mal kurz. Think this'll work? Dude. Cutting metal with fire. How could it not? Gut, dann machen wir es einfach mal, wa? I got this blowtorch. Wollte, ja. Hingucken allein hilft nicht zu dem Zeichen, man muss es auch auswählen. Das haben wir gerade im letzten Part ein wenig gelernt. Shit. What's up? The hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Mann, das ist doch jetzt gar kein Problem, wir haben Klebeband. Wir haben Klebeband hier. Use Tape on dem Blowtorch. Alles super. Jetzt können wir weitermachen. Ja, jetzt funktioniert es scheinbar. Oh, Just about got it. Oh, 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 oh. Thanks. No sweat, man. Danke, This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. Okay, einfach weitermachen. Ja, machen wir einfach weiter. Can't reach it now. Oh nein. Damn it, it's just about done too. Crap. Und nu? Mach du mal. Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are. Okay, das scheint zumindest zu funktionieren. God, son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Diesmal macht sogar Omid mal was. Oh nein. Oh, scheiße. Das sind nicht nur ein paar. Und das wird echt gefährlich. Ach du Kacke. Fuck. Omid, cut, cut. I am. It's going. Pull me up. Oh Mann. Okay. Ja, und die Treppe weg, ne? Kenny, go. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach. Oh. Shit. What the hell do we do now? Können wir springen? Hope to God this works. Holy crap! Was zum... Das war sehr riskant. Lee, das hätte auch schief gehen können. What? No way! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Muss ich irgendwas drücken? Okay, jump. Jump! No! Jump, damn it! Still no. Fine. Omid. Oh nein. Oh nein, nicht runterspringen. Nein, doch, vielleicht was anderes geht wohl nicht.
Los, 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 los. Schnell, beeilt euch. Oh, jetzt hat er auch noch eine Beinverletzung. Ja, nur hier, nimm, ich helf dir. Omid! You son of a bitch, save him! Omid! Ja. Und nu? Jetzt haben wir nur eine gerettet, oder wie? Nu, Lee, helf ihm doch. Ah, Mist. Jetzt haben wir schon wieder einen Fehler gemacht, oder wie? So ein Scheiß. That was a lot of them. Are you hurt? No, we're okay. Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Oh nein, jetzt haben wir es uns nicht mit Omid versaut, oder? Den mochte ich. Der war cool. Okay. Oh, das sieht doch gut aus. Ist das Savannah? Scheinbar. Wenn Lee grinst. Und Clementine schläft. Okay, das hat nicht viel zu sagen. Was gemalt ist. Von ihr. So. Was? Ich will die Zeichnung sehen. Oh. Das ist wahrscheinlich Clementine in der Mitte gewesen. Mit ihren Eltern. Schon, naja, bitter mit ihr. You'll be all right. I'll be alive, I guess. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. I'll leave you to your thoughts. War vielleicht auch nicht so nett von uns. Was? That fucking thing was broken. So did I. Who the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents. Y'all might want to rethink your plan. Oh. Das ist schon mal nicht gut. Nehme ich an. Mal schauen, was bei der nächsten Episode passiert. Denn das war's mit der jetzigen, mit der dritten. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? I know I promised that we'd find your parents, but Savannah's more dangerous than I thought it would be. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street, now! Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you! The Walking Dead Episode 4, Around Every Corner. Okay, schauen wir mal, wie wir uns so entschieden haben. Boah, did you shoot the girl in the street? Das, boah, kommt mir schon so lange hervor. In der Episode ist echt relativ viel passiert, glaube ich. 40% haben das nur gemacht. Es war die menschlichste Aktion, aber nicht unbedingt die sinnvollste. Ich und 57% der anderen haben Lily nicht zurückgelassen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich und 44% der anderen Spieler
haben ihn beruhigt, wie auch immer. Ich und 79% der anderen haben Duck erschossen. Und ja, 43% haben Omid nicht geholfen. Okay. Ich hätte Omid gern geholfen. Ich dachte, ich kann beiden helfen und nicht nur einem, aber naja, es haben zum Glück beide geschafft. Ja, das war's mit dieser dritten Episode, Long Road Ahead. Und ich denke, wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Hoffe ich zumindest, würde mich drüber freuen. Und ja, bis dahin, würde ich sagen. Tschüss!